Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rathaus TV nach der Stadtratssitzung am 22.10. Die heutige Stadtratssitzung fand unter besonderen Bedingungen statt. Wir hatten heute Maskenpflicht, auch am Platz während der kompletten Sitzung, nachdem ja mittlerweile die Corona-Ampel im Landkreis auf Rot gesprungen ist. Was waren heute die wichtigsten Themen? Zum einen hat der Investor und Eigentümer vom Stork-Gebäude seine aktuellen Planungen vorgestellt, wieder sehr frühzeitig dem Gremium präsentiert. Und man kann sagen, zusammenfassend, dass das Gremium die Planungen sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen hat. Ein zweites Thema, das durchaus kontrovers diskutiert wurde heute Abend, war das Thema Etwashäuser Bahnhof. Hier sollte heute der Aufstellungsbeschluss für ein Bebauungsplanverfahren gefasst werden. Letztendlich, nach ausgiebiger Diskussion von Pro und Contra, war dann das Abstimmungsergebnis 17-10. Ich möchte nicht unterschlagen, dass die Fraktion der Grünen nochmal beantragt hatte, das Thema nochmal zurückzustellen, aber der Antrag wurde abgelehnt und unterm Strich hat dann der Stadtrat mit 17-10 sich dafür entschieden, den Aufstellungsbeschluss zu fassen. Und ein drittes Thema, das war nochmal die Geschichte mit den Friedhofsgebühren. Wir haben ja im September das Thema schon auf der Tagesordnung gehabt, haben uns damals dazu entschlossen, keinen Beschluss zu fassen, sondern die Verwaltung nochmal beauftragt, die Gebühren zu prüfen, ob man das nicht auch anders machen könnte. Heute haben wir dann das Ergebnis der Prüfung dem Stadtrat vorgelegt und der Stadtrat hat jetzt mit 25-2 die neuen Gebühren beschlossen, die ab 01.01.2021 dann auch gelten sollen. Ja, das war's. Das waren die wichtigsten Punkte von heute Abend. Ich würde mich freuen, wir haben ja am 27. Oktober schon die nächste Sitzung. Schauen Sie einfach wieder rein. Da ist zum Beispiel Thema auf der Tagesordnung die Zukunft des Bleichwasenparkplatzes. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.